Ja, Hallihallöchen, da sind wir auch wieder bei Bollwerk und seinen Raben. Ja, wir sind endlich wieder an der Oberfläche und dann schauen wir auch mal, was Siegbjörn und Zephyr zu reden haben. Du findest den Wal neben einem leeren Fass, er starrt in die Dunkelheit. Wenn es mehr Met gäbe, wäre er betrunken. Was tun wir denn, Blutaxt? Ich meine mal ehrlich, was geht dir da gerade für einen Plan durch den Kopf? Um bezahlt zu werden, wie immer. Ach ja, und was dann? Sieh dir den Himmel an. Das ist keine Altweibergeschichte über herabstürzende Sterne, das ist das Ende. Kann schon sein, aber keiner von uns weiß, was das bedeutet. Wenn uns auch als nächstes, was uns auch als nächstes erwarten mag, ich will, dass unsere Taschen gut gefüllt sind. Pah, ich denke, so kann man das zusammenfassen. Man kämpft und hortet jahrhundertelang Geld, bis zu dem Tag, an dem man stirbt. Du willst gerade gehen, als Siegbjörn wieder zu sprechen beginnt, diesmal etwas leiser. Hattest du daran jemals Freude? Vielleicht vor langer Zeit, aber das ist alles, was ich kann. Das hatte ich mir gedacht. So wie wir jeden Tag dasselbe tun, weil wir es einfach nicht besser wissen. Wir leben schon so lange, dass wir uns kaum daran erinnern können, wann wir die Lust an unserem Gewerbe verloren haben. Du fühlst dich unwohl bei seinen Worten. Behalte diese Ideen für dich, bis wir hier fertig sind, verstanden? Siegbjörn nickt schweigend und starrt dann wieder in den schwarzen Himmel. Oh Mann. Valka Sefre spricht leise mit Volker, als du dich ihm näherst. Nicht verboten, aber es kommt selten vor, dass Valka Kinder haben. Nykel war wie ein Sohn. Er war nicht mein Kind von Geburt an. Okay, was hast du ihm in der Höhle angetan? Ich habe es getan. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Das, was wir niemals tun wollen. Die Augen der Valka füllen sich mit Tränen. Ich habe einen Sprung im Muster erzwungen, der keine großen Auswirkungen für dich hat. Unnötig zu erwähnen, dass Magier üblicherweise Sprünge oder Fehler im Gewebe unserer Welt reparieren. Sie ummanteln mächtige, freigelegte Fäden, bis alles in Ordnung und das Muster wieder vollständig ist. Ich habe genau das Gegenteil getan. Du starrst sie verblüfft an. Indem ich Nykels überging, habe ich einen Faden freigelegt und diese Kraftbrücke genutzt, um den Angriff von Blindling zu beenden. Das hat Nykels das Leben gekostet. Ja, aber das ist ein Opfer, auf das jeder Magier vorbereitet wird und es, falls nötig, bringen muss. Wow, weiß ich, dass du mich nicht übergehst, wenn wir in Mannerhaar ankommen. Weil ich nicht kann. Es ist eine bewusste Wahl, die ein Magier auferlegt wird. Stille verharrt für einige Momente. Ein tapferer Bursche. Die Raben werden seiner an einem Kampflied gedenken. Ich bin mir sicher, das hätte ihm gefallen. Möchtest du über noch irgendwas reden? Irgendeine Idee, wieso Gaula seine Gefangenen preisgeben würde? Ich hatte seit meinem Aufbruch von Binder keinen Kontakt mehr mit dem Rat, aber das kann nicht gut sein. Wenn es stimmt, was die Gefangenen sagen, dass alle nach Aberrang fliehen, dann hat König Meinhof bald ein gewaltiges Problem. Ich frage mich, ob dieses Mädchen Alette weiß, was auf sie zukommt. Sie sind für uns nicht von Belang. Was weißt du über diese Finsternis? Der Valka starrt in die Ferne. Sicher nichts, obwohl es sich verdreht anfühlt mit dem ganzen Drumherum missbrauchter Kraft. Genug Fehler, um das ganze Muster zu ruinieren. Plötzlich steigt Wut in dir auf. Mehr Valka-Geheimnisse also. Nein, nicht meinerseits, aber vielleicht andere. Glücklicherweise sind wir bald an dem Ort, der Antworten liefern kann. Okay, genug geredet, wir müssen weiter. Einverstanden. Wir müssen diesen Karren rasch nach Mannerhaar bringen. Und wir sind noch nicht weit gekommen. Na super. Na gut, auf geht's, Jungs und Mädels. Diese Holzfäller haben im Kampf gegen die Gefangenen nicht versagt, sagt Spar hustend. Ich bin schwächeren Männern in Bordern begegnet und ich denke, dass diese Gruppe langsam erkennt, dass es eine dumme Idee war, hier zu bleiben. Soll ich die rekrutieren? Ja, ich bin sicher, wir werden alle Kämpfer brauchen, die wir kriegen können. Ich habe den Verdacht, dass du Menschen mehr als jeder andere lebende Wal magst, sagt Spar kichernd, bis er hustet und nach Luft schnappen muss. Naja, die sind doch nützlich, also was wollt ihr?
Eine große Gruppe Clanmitglieder aus Bindal haben ihn gehalten. Keuchen und Flüstern ist zu vernehmen. Was ist jetzt wieder das Problem, fragst du. Stürmst in ihre Mitte und erkennst ein Paar, das ein eingewickeltes Baby schützt. Das ist ein Fluch, ein Omen, sagt ein alter Mann. Das Kind wurde ausgetauscht, verändert. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Du verstehst das nicht, Val, aber sie tun es. Er zeigt auch das Paar und andere nicken. Einige Frauen halten ihre Kinder fester an sich. Vielleicht war es die Finsternis, vielleicht haben sie dunkle Geheimnisse. Es ist nur schwer zu akzeptieren, aber entweder stirbt das Baby oder wir werden alle fürchterliche Qualen erleiden. Mensch, zeig mir das Kind. Der Vater zögert, bevor er die Windeln öffnet. Deine Erfahrung mit menschlichen Babys ist nur rudimentär, aber dies sieht aus wie jedes andere. Seht euch den Kopf an, ruft jemand. Du beugst dich runter und siehst Federn? Über den Ohren sind kleine Büschel bleicher Daunen zu erkennen. Von der Art, wie du schon im Nacken und unter den Schwingen von Irings gesehen hast. Also wenn das ein Omen ist, dann ein gutes. Niemand fügt dem Kind ein Leid zu. Die Mutter beginnt zu weinen und bedankt sich bei dir. Kleiner Rockre, murmelst du und der Vater lächelt. So nenne ich ihn, sagt er. Vielleicht sind die Götter gar nicht. Du gehst, bevor er den Satz beenden kann. Also wirklich ein Baby töten, also... Oh. Ja, abergläubische Menschen halt. Die Kämpfe an vorderster Front beginnen damit, das dichte Unterholz zu zerhacken. Wir werden hier den ganzen Tag vergeuden, wenn der Rest von euch nicht zu den Äxten greift und zu hacken beginnt. Ruft einer von ihnen, bevor er wegen eines Schmerzes in seiner Hand zusammenzuckt. Wie er schon sagte, schnappt euch eure Äxte. Du beschimpfst und bedrohst jeden, der nicht das dichte Gestrüpp abholzen will. Schon bald ist die Luft angefüllt mit faserigen Lianen und klebrigen Blättern. Alle sind mit Pflanzenteilen bedeckt, alle bis auf Oli, der in einiger Entfernung völlig nutzlos auf Lianen reinhackt. Ah! Volkers Schmerzensschrei ist so ungewohnt, dass er deine Aufmerksamkeit dreht. Andere krümmen sich und schreien ebenfalls. Hackt! Ah! Bevor du deinen Ruf beenden kannst, schießt ein brennender, stechender Schmerz durch deine Arme, Augen und Nase. Ich glaube, die Pflanze ist giftig, sagt Oli und nimmt einen weiteren Schluck. Er wühlt in seinem Beutel und holt einige braune, feuchte Blätter hervor. Hier, das sind Gegenblättern. Nein, das ist ein Gegenmittel. Das vertreibt das Gift. Der Schmerz durchzuckt erneut dein Körper, du möchtest dich am liebsten übergeben. Die Blätter schnappen und essen. Du schiebst die Blätter in den Mund und schluckst sie rasch runter. Wann setzt die Wirkung ein, fragst du. Ich weiß nicht, weil man reibt sich einfach nur damit ein. Okay, er reicht allen anderen auch Blätter, nur wenig hat schon eine große Wirkung, hörst du ihn sagen. Schon bald ist der Schmerz verflogen, die Karawane braucht eine Rast. Keine Ahnung, eigentlich reibt man sich damit ein. Oh Gott. Ja, so kann's gehen. Ach ja, Training. Wir sind da jetzt wieder in der frischen Luft. Eigentlich kleine gemeine tödliche Tricks. Häufig kratzt er am Kopf und tötet eine Laus zwischen seinen Nägeln. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wie du dich mit den anderen zusammen in einer harten Rauferei anstellst. Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Okay, ich bin bereit. Das durfte ja auch die letzte Herausforderung bei Bollwerk sein. Mal schauen, was jetzt von uns verlangt wird. Töte drei Feinde in Folge mit natürlicher Auslese. Natürlich verleiht er einen zusätzlichen Zug, wenn du einen Feind tötest. Töte auf diese Weise drei Feinde in Folge. Stelle sicher, dass der Feind ausreichend geschwächt wurde, bevor du diese Fähigkeit nutzt. Okay. Nutze das Kriegshorn fünfmal. Bewirke mit einem Treffer 10 oder mehr Punkte Stärke Schaden. Besiege alle Feinde. Okay. Das sollte eigentlich machbar sein.
Hey, der kann ja nur beleidigen. Okay. Okay, reparieren wird wirklich sinnvoll werden hier. So. Au. So, Ditch, du machst dich mal unsichtbar. Gut, den einen hat er erledigt, schön. Ja, damit haben wir schon mal den einen Punkt erfüllt. Super. Mann, Mann, Mann. Okay. Eins. Mann, ey. Was ist denn so was? Da müsste seine Stärke irgendwie wiederherstellen können oder so. Das wäre gut. Mal eins.
Mann, das gibt's doch echt nicht. Mann, da hält mehr aus als 1000 Leute her. Ne, warte mal. Erstmal noch ein bisschen wegbewegen, damit Bollwerk Platz hat. Eins. So, und jetzt noch der letzte. Yes! Wir haben es geschafft. Oh, endlich. Jetzt müssen wir noch den Typen fertig machen. Ich muss die Rüstung zerstören, damit die Angriffe nicht abgelenkt werden, wir wissen es. Haha! Holfis Ausbildung geschafft, schön. Haha, 37 Ansehen, das hat sie doch...